Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zum Assassin's Creed Origins DLC, die Verborgenen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Freunde, vielen, vielen Dank an die Supporter da draußen, die das so gut wieder aufgenommen haben, dass wir das Projekt wieder aufgenommen haben und ja, einfach mal eine Bewertung gedroppt haben, vor allem auch die Frage der Folge beantwortet haben. Und soweit ich das gelesen habe, viele, also so überwiegend, sind die Leute positiv, also ihr positiv gestimmt für ein Wikinger-Setting, aber ich habe auch einige gelesen, die sich erstmal ein Bayek in Griechenland wünschen würden. Und auf der Seite bin ich ja auch. Also erstmal gerne Bayek weiter haben und dann kann man über neue Settings reden, weil wie gesagt, da gibt es so viele potenziell geile Settings. Ja, wenn man alleine, wie gesagt, die aus den Chronicles nimmt, Russland, Indien, China, alleine die wären schon richtig geil. Und ja, wie gesagt, auch Wikinger. Auch Wikinger ist sehr, sehr nice. Wie versprochen. Bleibt noch Rufio. Mhm. Die Todesnachrichten werden ihn in den Sinai locken. Gamilad ist jetzt der Held im Land. Die Leute reden nur noch von ihm. Machst du dir Sorgen? Die Sache der Rebellen ist gut. Aber allzu oft werden auch Unschuldige in ihre Kämpfe verwickelt. Und viele sterben dabei. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Für ihn sind sie Märtyrer. Oft schließen sich ihre Familien den Rebellen an. Kashta! Feuer! Raus hier! Leute, hier! Ah! Sag sie raus! Durch den Gang! Das wird heute ein Festmahl für die Geier. Ich töte euch alle. Amunet. Sieh dir etwas an. Zeig etwas Anstand. Du hast zu viel Aufmerksamkeit erregt. Sogar Rom weiß vom Büro im Sinai. Ich weiß, das Feuer war der Beweis. Jetzt müssen wir Tahira und Kashta finden. Sie schmoren in der Festung Klostra. Ich schleiche mich rein. Ich übernehme die Umgebung. Da sind überall Centurios. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Wenn wir unsere Verborgenen wieder haben. Hä? Amunet? Hä? Komm ich gerade ein bisschen durcheinander? Die sieht aus wie Aya. Ist sie Aya? Nur mit einem anderen Namen? Oder habe ich irgendwas verpasst? Hä? Nee, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen dumm, Leute. Also klärt mich gerne auf. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Liegt es. Kann vielleicht an der längeren Pause liegen. Bei dem DLC kann daran liegen, weiß ich nicht. Bin ein bisschen verwirrt, aber ohne Scheiß, wie krass sieht denn unsere Klinge wieder aus? Unser Klingenhandschuh, zieht euch das mal rein, ey. Wie geil sieht der aus? Ja, wie gesagt, Leute, danke auf jeden Fall für die Bewertung. Also sind dann die Supporter doch am Start. Freut mich sehr. Ja, der DLC, der nächste, kommt ja am 13. März, war das, glaube ich. 13. März, ja. Und ich denke, bis dahin schaffen wir das jetzt hier durch. Und dann machen wir auf jeden Fall den anderen DLC auch. Also, und diesmal ziehen wir den auch direkt durch. Brauchte keine Befürchtung haben. Aber wie gesagt, der DLC und auch Dragon Ball. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen.
Ja, das war ja direkt nach meinem Krankenhausaufenthalt, was ja vielleicht auch einige wieder vergessen haben, dass ich Anfang des Jahres mal wieder im Krankenhaus lag. Aber es ist halt einfach, wie es ist. So. So. Warte! Schnauze. Ey, ich hab Dreieck gehalten. Lass es doch sein, Junge. Darf ich auch mal zuschlagen? Warum trifft er mich? Junge, du bist eine Wurst einfach nur. Warum stirbst du denn nicht? Wo ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Ultimem Kurs. Hat es kein anderer mitbekommen? Nö, nee, anscheinend nicht. So, Moment, da durchballern, warte. Okay. Nein! Schnauze! Okay. Wie mach ich den Großen, Alter? Der ist Level 45, ich bin Level 42. Shit, ey. Das heißt, ich mach bei dem wieder nicht so viel Schaden, weil ja ein Level zu viel und du machst schon gar keinen Schaden mehr. Schnapp ich mir mal so. Der geht da oben auf seinen Turm. Den mock ich ab, Alter. Den steche ich richtig schön von hinten ab. Holy shit, Bruder! Komm her. Jetzt bist du dran. Schlag doch. Okay, machen wir es so. Komm her. Wo willst du hin? Boah, wie die Kamera abschmackt. Jetzt kommen sie alle. Oh, scheiße. Ich muss das mit dem Bogen machen. Oh, fuck, da hinten will er Verstärkung rufen. Sabulas, Action! Komm schon! Boah. Okay. Sabulas, Action, Junge! Komm schon! Du bist tot! Jetzt reicht's! Rage-Modus! Vergifte! Von wo denn überall? Von wo denn da? Von allen Seiten. Komm her, hör doch auf, immer abzuhauen. Boah, das geht mir so auf den Sack. Wo sind noch welche? Ich sehe nichts, Alter. Der Bogen ist zu übermächtig, Bruder. Der ist zu mächtig für dich. Ja, dann, wenn ich nämlich den Rückwärtsgang mache, dann rennen die aber wie sonst was. Yo, shit. Ey, wie lange hält denn der Rage-Modus an? Ist das normal oder ist das gerade ein Bug? Alter, der hält schon seit 3 Minuten gefühlt an. Wo willst du hin? Wo willst du hin, Junge? Okay. Da oben ist Action, alter Schwede, Junge. Der will Stress. Schönes Schwert aufladen, guck in die Richtung. Zack, genau. Bam, bam, bam. Schön vergiften die Drecksau. Genau, schlag sie zusammen, Junge. Zack. Oh. Oh Gott. Weg hier. Bike, du sollst rüberspringen. Nee, er macht's wieder nicht. Geh weg von mir. Et davo vos in consumationem. Los, vergifte. Komm schon. Oh.
Na, woher ist die Musik? Weiß das jemand zufällig? Okay, jetzt so, jetzt erstmal schnell looten, weil ich habe absolut keine Munition mehr. Für die ganzen Schizzle, Nizzle, Dizzle, Hizzle. Warte mal, da ist ein Schatz. Da ist ein Toter. Da sind Pfeile. Ne, sind keine Pfeile. Ne? Ich bräuchte ein paar Pfeile. Da vorne ist auch noch ein Schatz. So, das mal bitte mitnehmen. Okay, warte mal, das ist doch wieder nur. Das ist doch wieder nur so eine Nebenmission, oder? Ja, komm, scheiß drauf. Das müssen wir jetzt nicht machen. Hier vorne ist der andere Schatz. Okay. Löwengrube. Einige der Gefangenen werden frech. Schickt sie in die Löwengrube. Das sollte ihnen Manieren beibringen. Ob das hilft, wenn sie danach tot sind? Komm her. So. Oh, Moment. Oh, Moment. Luden, Luden. Ist ja gut. Jungs, rennt weg lieber. So. Aha. Bayek. Vorwärts, Tahira. Ich trage dich hier raus. Tahira. Ich kann nicht weiter. Lass mir einen Bogen da. Nein. Bis zum Tod. Red doch nicht so ein Quatsch. So, warte mal, welcher. Vom Tod. Die Verborgenen brauchen dich. Mein Leib steht in Flammen. Nur das Blut von römischen Soldaten vermag meine Schmerzen zu lindern. Oh, Herr der Duat, bitte, lass mich ins Gefilde der Binsen passieren. Warte eben. Bleib bei mir, Tahira. Ich muss zurück und Tahira holen. Ja, Junge, ich dachte, ich soll beide holen. Was willst du denn noch von mir? Ich dachte, ich nehme die andere auch gleich mit. Die Boys, die ich hier rette, können auch mal helfen, die Frauen zu schleppen. Ich meine, schleppen können... Oh Gott, fast hätte ich ihn befreit. Bayek, den Göttern sei Dank. Diese Festung hat Osiris ersonnen. Sie Ach, das ist ja gar nicht. Tahira hat Verbrennungen. Sie wird es wohl nicht schaffen. Ey, red nicht, so ein Quatsch. Folge mir. Sei kampfbereit. Ach, das ist ein Bruder von uns. Okay, gut, ja, scheiße. Na ja, gut. Gib nicht auf. Die Welt verblasst vor meinen Augen, Bayek. Ruhig jetzt. Aufladen. So. Du bleibst zurück hier. Sorry, ich muss sie wegbringen. Oh. Du kommst schon alleine klar. Schnauze! Hier, so, hier ist Safe Point. Kashta ist noch in der Festung. Du musst ihn holen. Ich warte hier. Wir müssen verschwinden. Es könnten jederzeit Römer kommen. Folge mir in mein Lager. Es macht mich krank, Tahira so zu sehen. Im Lager können wir ihr helfen. Weg! Götter! Lasst mir meine große Schwester! Es muss ein Verräter unter uns geben. Wie wäre dies sonst möglich? Alle schwören einen Eid. Wir wurden für dumm verkauft. Von allen? Bist du sicher? Wir können keinem mehr trauen. Unsere Klugheit verlässt uns. Bei Brutus und Cassius war es dasselbe. Mit unserer Bekanntheit wächst auch die... Malakia! Malakka! So, siehst du, da bin ich schon bereit für Griechenland. Boah, shit. Das ist Aya, wa? Die hat ja einen anderen Namen übernommen, irgendwie sowas. Wie Verbündeter ist schwer verletzt. Weg von der alten... Boah! Na, stehst du mal auf, Bayek? Oh.
Nein, nicht mit mir. Ey, der Bogen ist zu krass, einfach nur. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Nice. Super, Leute. Super gemacht. Ich muss zurück und Tahira holen. Bei Brutus und Cassius war es dasselbe. Mit unserer Bekanntheit wächst auch die Gefahr für uns. Das haben wir verstanden, ja. Ah, bieten wir, dass die Götter uns Tahira erhalten. Sie ist im Kampf unersetzlich. Nicht schon wieder, Junge. Fängt das schon wieder an direkt. So, sie aufnehmen, nicht auf Boden ablegen, sondern auf Pferd, aufladen, dann aufsteigen, dann reiten, ihr folgen. Wow. Genau, so, jetzt wird Schuh raus. Super. So, bringen wir sie weg. Die wurde aber echt schon ganz gut zusammen geprügelt, zugerichtet. Sei gnädig. Wow. Okay, wir haben es geschafft. Ich war zu schwach, Bayek. Nein, du warst nicht schwach. Du warst stark und loyal wie ein Berg. Ich glaube an unsere Arbeit. Du hast den Eid als Erste geleistet und unzählige vor dem Tod gerettet. Lass unser Credo nicht verblassen. Tahira in die Berge bringen. Dahin, wo sie anständig bestattet werden kann. Wir machen weiter. Wir werden Rufio töten. Sprich mit Amunet, empfohlene Stufe 45. Oh shit. Oh shit. Große Tahira, ich bestatte dich mit deinen Klingen auf einem Bett aus Raya-Federn, wie es sich gehört. Okay. Ist das denn die Hauptquest? Ja. Rufio ist mit seinem Schiff in der Nähe von Arizona. Oder Arinasino eingetroffen. Nachdem sie Tahira betrauert haben, planen Bayek und Amunet, ihn zu eliminieren und die römischen Unterdrückungen des Sinai zu beenden. Rufio, wie bei Peter Pan. Tahiras Tod sendet eine klare Botschaft. Wir müssen Rufio ausschalten. Die Bruderschaft steht im Sinai vor dem Ende. Ist er am Steinbruch? Nein, in Arsinoe. Wahrscheinlich lungert er noch auf seinem Schiff herum. Er weiß sich zu schützen. Und er ist in der Lage, einem Volk wahre Furcht einzuflößen. Ich werde nicht versagen wie meine Untergebenen. Keinen Fuß werde ich auf die verfluchte Halbinsel dieser Wilden setzen. Und doch werden sie sich beugen. Thank you.
wird von einem trinkenden Irren regiert, der auch noch Anführer des Ordens ist. Octavian macht uns allen Angst. Ich hatte ein Auge auf Rufio und habe so von den Vorgängen im Büro erfahren. Aber es gibt auch noch Gutes in Rom. Und in Memphis? Den Verborgenen geht es gut. Doch ohne Pharao sind wir verloren. Ich sorge mich um unsere Tempel. Und dann ist da noch Kleopatra. Sie hat Alexandria Wohlstand gebracht. Das lässt sich nicht bestreiten. Doch jetzt ist uns die Armee ihres Geliebten... Vajek! Vajek! Schnell, du musst uns helfen! Das Dorf wird angegriffen! What the fuck, Mann? Alter, diese scheiß Römer wieder hier! Die Schnauze! Zack, spür den Stich der Gerechtigkeit, Junge! Oh fuck, die sind alle über mir am Level. Aber ist kein Problem. Mit dem Bogen bombst ich jeden weg. Mit dem Bogen würde ich eh jeden wegbumsen. Und die haut übelst rein, ey. Und meine Waffe, ich hab sie nochmal geupgradet. Die haut so krass rein, einfach nur. Okay, wo bist du? Wo denn? Warum? Zuerst den, dann dich. Oh, dann dich. Dann dich. Nee, ich sag mal. So. Oh, shit. Sind das alles Gegner? Das sind tatsächlich alles Gegner. Jo, der Pfeil ging ganz knapp daneben. Ey, was? So, mach den mal mit dem Platt jetzt. Ist aber eigentlich ganz gut, wenn sie blinkt und ich stech von hinten. Oder andersrum. Genau. Muss ich sie beschützen eigentlich wieder? Ist sie down? Die ist down! What the fuck? Die ist am Boden! So, alles klar, Rage-Modus aktiviert. Alles klar, halb tot. Alles klar, Junge. Läuft der erstmal. Was ist denn mit ihr los? Bleibt die jetzt hier für immer? Okay, alles klar. Guckt euch das an, ey. Ein Magazin von dem Pfeil. Von dem Bogen. Reicht schon aus. Und ein Schlag genau. Ein Schlag, sag ich. Oh, nicht von der dicken Keule treffen lassen. Nein. Junge. Nein. Oh. Mann, hat die heiße Schenkel. Ausweichen! Oh Gott, Rage-Modus, rette mich! Oh, was gibt er mir für einen Pimp-Slap? Wir müssen den einmal jetzt beseitigen, Alter, was hält der aus? Jetzt den großen. Warum schießen mit Feuerbomben auf? Ich hab keine Munition mehr. Okay. Ganz ruhig, Bayer, ganz ruhig, so. Einer noch. Jetzt schlag auf ihn ein. Ey, wie schnell steht der auf manchmal, wa? Zack. Ist da noch einer, oder was, der auf die Schnauze will? Tatsächlich. Ah!
Schlacht ist vorbei. Nun zu dem Mann, der die Soldaten geschickt hat. Rufio. Okay, Rufio, Rufio, dein Peter kommt. Der hieß doch Rufio, oder? Ein Hook. Mann, war das ein geiler Film. Oder ist immer noch ein geiler Film. Hook. Und Robin Williams. Hammer, geiler Film. So, oh, da ist wieder ein kleines Bötchen. Obwohl, warte. Ich nehme lieber das mit Segel. Das geht noch ein Ticken schneller. Ist er auf dem Schiff? Ist das seine Flotte? Das sieht nach seiner Flotte. Der ist auf dem Schiff. Oh Gott. Na, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja, es ist zu spät. Es ist zu spät dafür, Bayek. Dafür ist es zu spät. Rotes Meer, oh Gott, oh Gott. Normalerweise sticht man ja jetzt nicht unbedingt ins Rote Meer, es sei denn, Sicherheitsvorkehrungen wurden. Ach komm, egal, nee, das wird ein bisschen eklig. Au, abgestochen! Feuer, Feuer! Der sticht mich zu Tode, Junge, der macht mich tot! Ah, boah, Junge! Den, wo bist du, wo ist der Typ? Hab ich Zenu jetzt? Ja. Zenu. Mit wem fighten die denn jetzt? Kämpfen die untereinander? Die schießen doch nicht alle auf mich gerade. Oder? Nee. Oh. Jetzt wollen wir erstmal gucken. Ist irre. Dieses miese Dreck. Bevor sich das Meer blutrot färbt. Bei den Göttern. Sie haben gelitten wie die arme Shadia. Shadia. Das kleine Mädchen, ne? Wie eklig muss man sein, ey. Das ist so. So krank, war. So krank, Leute. Mit Menschen so umzugehen. Komm schon, Bayek. Ja, genau. Und wieder runter, Bayek. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Bitte, Pfeil und Bogen wechseln. Keine Munition mehr. Oh, stopp. Hä? Was machst du da? Oh Gott! Hier werde ich ja niemals lebend rauskommen. Wo ist der Typ? Ich muss ihn einfach schnell abstechen. Hau rein! Da unten ist er, da unten ist er. Shit. Wie mache ich das denn jetzt? Den. So, jetzt haben sie mich, glaube ich, schon wieder fast halb vergessen. Nee, alles klar. Ich nehme alles zurück. Oh Gott! Bam! Oh Gott, nein! Oh Gott, das war doch zu viel des Guten. Spuckt er gerade auf meine Leiche oder was? Hat er gerade auf meine Leiche gespuckt? Mieses Schwein. Gut. Ja, gut. Ich dachte, ich versuch's mit denen aufzunehmen, weißt du? Es lief ja bisher eigentlich ganz gut, aber... Und außerdem wollte ich irgendwie dieses Assassin's Creed 2 DLC-Feeling aufbekommen. War das im ersten Assassin's Creed 2 DLC oder war das im zweiten? Wo man sich an dieses eine Schiff ranschleichen musste in dem Hafen. Was übelst hart war, weil du ständig entdeckt wurdest. Mit Ezio, ich weiß nicht genau. Gut, Leute, wir sind bei einer halben Stunde. Ich denke, das reicht erstmal für das Video auf jeden Fall. Dicke Folge. Aber ja, wenn ihr Bock habt auf weitere Videos und ihr Bock habt, mich zu unterstützen, macht das gerne mit einer Bewertung. Vielen Dank an die Supporter da draußen, die das tun. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, Leute. Haut rein.
Und ja, beim nächsten Mal, Rufio, beim nächsten Mal wirst du sehen, was du davon hast. Tschüss, Leute.